Ich habe meine Frage. Wann machen wir mal wieder krasse Modpack-Projekte? Ich vermisse es ein bisschen. Ja, also du hast ein paar freie Slots, die liegen. Also jetzt bis Ende Januar würde ich sagen, ist noch Craft Attack. Februar oder März, idealerweise so Mitte Februar. Okay. Mitte Februar bietet sich an. Weil ich finde, das ist wieder zu wenig geworden. Also irgendwie, ja, wir haben Create, aber das ist halt eigentlich immer ziemlich ähnlich. Ich finde, es braucht mal wieder was Neues. Irgendwas. Ja, klar, aber ich meine jetzt halt zusätzlich. Also Creator ist aber auch, jetzt hast du schon 4 Seasons Create gemacht, jetzt musst du auch die fünfte noch machen, also. Ja, natürlich, das geht auch weiter. Auf jeden Fall. Das Ding wird sich bis zum Ende ziehen. Ich hatte ja übrigens einen ganz anderen Gedanken, wie man Create anpassen könnte. Aber machen wir wahrscheinlich nicht, weil ich glaube, die beiden anderen mögen es nicht. Weil ich fand eigentlich den Gedanken cool, dass wir immer Create mit einer großen Mod zusammen machen. Dass man eben sagt, man hat zum Beispiel einmal Create mit Botania oder Create mit Farmcraft als kleines Beispiel. Einfach eben so eine Mischung, die eben Create nochmal erweitern kann. Aber Und Botania erweitert es nicht in Thorncraft auch nicht. Oder meinst du jetzt im wie Sinne von meinst du? Stuff herstellen oder so? Du kannst ja Ressourcen? beispielsweise mit Botania kannst du dir Mana generieren und dieses Mana kannst du dann auch mit einer Mod in Create-Energie umwandeln oder andersrum. Okay. Und dann könntest du beispielsweise eine Mana-Produktion damit antreiben oder eben genau andersrum, dass du sagst, okay, wir haben jetzt neue Pflanzen von Botania und mit denen machst du irgendwelche Besonderheiten, die du dann in Create nutzen kannst. Das war so dieser Gedanke, dass man eben so zwei Schlüsselmods hat, statt halt nur die eine. Und auch um den Leuten vielleicht ein bisschen mehr als nur Create beizubringen. Weil aktuell ist es ja wirklich immer nur Create. Das heißt, große Mod. Ja, also wird Create noch geupdatet mit den Luftschiffen und sowas, Ja, das Ding? natürlich. Ach so. Das ist ja eine Extra-Mod dafür. Achso. Aber ich weiß noch nicht, wann das soweit ist. Also, ich glaube nicht, dass es schon fertig ist. Okay. Ja, mal gucken. Aber das war so eine Idee, die ich zum Beispiel hatte. Aber ich denke, wahrscheinlich werden wir jetzt auf das hinausgehen, was der schon mit RGB besprochen hat. Ich weiß nicht, wie viel da öffentlich war oder so. Deswegen Alles im Stream. halte ich es meistens. So. Aber ich, Okay. also es war alles im Stream und ich habe es auch schon längst wieder vergessen, weil das 3 Monate her ist, was weiß ich. Okay, verstehe. Aber ich weiß, dass er halt viele Okay. Features gesehen hat, die er wollte sich eventuell snacken. Ja. Ja, müssen wir mal gucken. Also ich habe halt Bock mehr zu machen. Ich will, dass das Ding größer wird. Und mir war das jetzt auch ein bisschen. Ja. Fand letzte Staffel eigentlich ganz geil. Ich habe nur sehr viel Kritik über den Nether gelesen. Sehr viel Kritik über den Nether. Ja, Also ich nochmal, weiß nicht, was wie es heißt für dich war. gelesen? Also von wem jetzt? Von den Teilnehmern, von den Zuschauern? Vor allem von Zuschauern habe ich das gelesen. Ich weiß aber Okay. nicht, wie es bei den Teilnehmern war. Wie fandest du's mit dem Nether? Also bei Create reden wir gerade noch davon. Und Ja, zwar, genau. der war halt sehr bunt, ne, mit Mod und sowas. Genau. Ich bin, habe ich damals auch schon gesagt, ich bin Fan davon. Oh, hallo Blizzard. Ich habe mein Portal gerade hier oben hin. Ich bin Fan davon, dass wir so wenig wie möglich an anderen Mods hinzufügen. Create, create Add-ons. Keinen weiteren Schnickschnack-Ende. Okay. Weil du willst dich ja darauf konzentrieren. Nur Sachen, die sehr gut Ja. synergieren. Warum brauchen wir denn im Nether irgendeinen Mob-Stuff oder was war das hier? Better Nether oder was auch immer. Ja, genau. Warum? Ja, es war ja eigentlich eher, um halt ein bisschen Abwechslung reinzubringen, als nur die eine Sache. Oh, ich habe ein Aber. Feuerzeug dabei, muss ich wegwerfen, bevor ich in meine Base gehe. Ah. Nochmal hallo. Ich wollte Moin. zurückfliegen. Passt. Zum Spawn. Geil. Ja, also ich verstehe irgendwie, dass es da Kritik gab. Auch bei Alex Mobs, genau, das habe ich auch öfter gehört. Wobei ich Alex Mobs nicht so schön fand, muss ich sagen. Und man darf halt nicht vergessen, dass halt die Synergie zwischen vielen verschiedenen Mods auch halt neue Funktionen reinbringen. Und das kann halt ein Ich Creator dann verstehe, plötzlich was aber Neues reinbringen. wenn wir eine Technik-Mod spielen, wo es darum geht, Förderbänder, Fabriken und Zeug zu machen, Ressourcen zu produzieren, was will ich denn da mit Alex Mobs? Also wir hatten, ja gut, es ist immer die Sache. Also zum Beispiel Urotox, der hat es dann ja so gelöst, dass der dann seine
Was waren das nochmal? So, ich trinke mal kurz einen Tee nebenbei. Die Schaben da genommen hat, Kakerlaken genommen hat und die dann auf einmal tanzen lassen hat mit diesen Sitzen und weiß ich nicht. Aber ja, prinzipiell, wenn man das Nochmal ja, du Basic. konntest Kakerlaken machen und die tanzen lassen. Und was hat das jetzt mit Grey zu tun? Also, Tanzende das hast du dann Kakerlaken, halt. Lizzer. Ja, ich Ja, seid überlege gerade witzig! selbst. Ich überlege gerade selbst. Du hättest natürlich Farmen bauen können, aber das war alles irgendwie nicht so geil möglich. Also ich kann mich zum Beispiel noch an Great Life 2 erinnern. Und da habe ich dann zum Beispiel diese Froschfarm gemacht über die Quark-Mod. Oder auch diese Riesenkröten da. Aber bei Alex Mobs gab es da echt wenig. Das ist wahr. So, ich habe eigentlich wieder genug Holz von allem da, ne? Ich überlege gerade, gab es da wirklich Möglichkeiten? Ich wollte zum Beispiel die Krabben automatisieren, da habe ich festgestellt, die kriegst du nur irgendwie aus den Palmen ab und zu raus. Und dann wäre es eine ganz absurde Automatisierung gewesen. Mir ist noch eingefallen wegen Projekten, und zwar, Yes. was würde denn anfangen, ansonsten anfallen als Modpack-Projekt oder so, weil, also ich warte ja die ganze Zeit auf ein Sky Factory 5 oder sowas, aber Man weiß halt nicht, was da jetzt genau das los ist ist. 4 Jahre her jetzt. Sky Ja, Factory aber. 4 haben wir 2019 gespielt. Das war, glaube ich, das erste Projekt, wo du auch mit dabei warst, so das erste Mod-Projekt, ne? Richtig, das ist korrekt. Gutes Sky Factory Aber. 4. Ja, ich hab voll Bock. Es ist ja schon gesagt worden. Es ist ja schon gesagt worden, dass er gerade arbeitet. Dran Okay. arbeitet, der Kollege. Also, falls du es nicht mitbekommen hast. Nö, tatsächlich nicht. Wer war das? Dark Costa oder sowas? Ja, genau. Genau. Der hat es, glaube ich, vor ein, zwei Monaten oder so angekündigt. Vielleicht ist es auch gar nicht so lange her. Aber der hat gesagt, hey, er ist jetzt dran. Und jetzt ist nur die Frage, wie lange brauche. Ja gut, dann machen wir halt nächstes Jahr Minecraft Sky Factory, und zwar am besten im Slot, entweder so Mitte Februar oder im Anschluss zu Create und vor Ja. Elements oder nach Elements im September wäre noch meint, maybe ein Slot, wobei September ist halt ein bisschen knapp. September, Oktober geht schon Craft Egg los, ne? Also ist vielleicht ein bisschen dünn, das da reinzuquetschen. Ja. Ja, es ist schwierig. Also, aber es wäre geil, mal wieder ein großes Modpack-Projekt zu machen, weil irgendwie, ja, Great Life ist cool. Wir haben da halt eine Mod, um die sich vor allem kümmert, so. Eine wichtige Mod. Aber es wäre halt mal wieder geil, so eine Mischung zu haben. Du musst halt immer bedenken, je komplexer ein Modpack wird, umso weniger Leute haben auch darauf Bock. Ja, das ist auch das Problem. Also musst du abwägen, entweder du willst ein Giga-Modpack haben oder du willst viele Leute dabei haben. Ja. Ja, das ist die Frage. Was macht man da? Aber ich finde, die Modded-Szene, die muss mal wieder ein bisschen gepusht werden. Ja, Die dann muss was muss mal angeboten wieder. werden, aber das geht ja nicht, weil es sich nicht finanziert. Ahaha, da schließt sich der Kreis. Ja, das Verstehst ist du? wahr. Es geht Wobei, nur es durch gibt mittlerweile ein Hobbyprojekte. paar. Es gibt ein paar coole neue Mods, muss man sagen. Ja, ey, wir müssten den Bedrock Store für die Java haben und da kann Leute ihr Zeug verkaufen, dann wird die Welt ganz anders aussehen. Ja, absolut wahr. Da stimme ich dir 100% Warum zu, wenn es machen die nur das sowas nicht? Das geben kann doch würde. nur von Regulatorien irgendwas tun, dass die das damals abgekauft haben oder so. Irgendwelche vertraglichen Bestimmungen können das doch nur sein. Warum wird denn das nicht gemacht?